Willkommen bei CSR Automotive, Projekt E36, Classic Car. Hier ist das gute Stück und wir hatten ja versprochen, dass es um die Katzentreppe geht. Viele kennen das vielleicht aus dem alten Rallye-Sport. Bei uns das Ganze hier nicht aus irgendeinem GFK, so kennt man das vielleicht noch, sondern aus... Alles. Richtig, alle Oberflächen, erster Vorteil, zweiter Vorteil, hier müsst ihr nichts lackieren. Und wenn ihr so eine Katzentreppe schon mal lackiert habt und wisst, was das kostet, dann kauft ihr euch das Produkt. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir haben das Ganze hier schon mal ausgemittelt. Zum Ausmitteln im Endeffekt die richtige Position suchen. Das ist hier sowieso ein bisschen ein Puzzle, ne, ganz klar. Und dann letztendlich hier so ein paar Markierungsstreifenchen machen. Also auch kurz nochmal Passform prüfen. Wie gesagt, hier haben wir ein bisschen alte Gummis und so weiter. Das kann natürlich ein bisschen zwicken. Die Fahrzeuge haben ja ein paar Jahre in der Regel schon gelaufen. Ein paar Kilometer auch. Aber das Ganze ist sehr modular, wie ihr seht. Das sind einzelne Bauteile, die ineinander greifen. Somit haben wir auch noch ein bisschen Spiel. Wenn das einmal ordentlich ausgemittelt ist, funktioniert das. Aber wichtig ist es natürlich hier unten an der Stelle auch, die berühren sich nicht, die zwei Teile. Da ist ein kleiner Spalt. Der muss auch da sein, weil wenn ihr hier bündig geht, habt ihr da oben 2 cm Luft. So, runter mit dem Ganzen. Reinigen und dann auch das Trägerband abziehen und das Ganze da aufbauen. Mal schauen, dass das hier eben alles mittig sitzt. Schaut gut aus. Dass das hier ein bisschen nach oben steht, ist völlig normal, ist auch so gedacht. Es soll abdecken, die Optik vermitteln, aber es soll nicht direkt daran arbeiten. Sonst verkratzt das hier. Mal ein richtig geiler Style, so war doch das früher. Das hat man mit Rennsport verbunden. Das war, glaube ich, mit das wichtigste Element an so einem Auto. Und ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit, zumindest für die Classic Cars, E30, E36, ich könnte mir vorstellen, E46 kommt auch noch. Ist ja auch schon fast ein Klassiker. Und hier, geiler, auch die Aussparung für die dritte Bremsleuchte. Das heißt, wir kriegen das Ganze sogar natürlich mit Gutachten, beziehungsweise eintragungsfreier Bestätigung, denn hier wird sich aerodynamisch nichts ändern und die dritte Bremsleuchte, ganz wichtig, weil was am Auto ist, muss funktionieren. Ja, außerdem ist das, glaube ich, zu dieser Zeit eingeführt worden, dass ein Auto eine dritte Bremsleuchte haben muss. Ich glaube, E30 ist da noch ohne, wenn ich mich recht erinnere. Wichtig, ordentlich ausmitteln, dann habt ihr Spaß, dann habt ihr eine super Passgenauigkeit. Ihr habt die Möglichkeit, Glossy, Kupfer haben wir auch noch, würde auch funktionieren. Lackierfähig, wäre vielleicht auch cool in der Wagenfarbe. Carbon, was auch immer ihr für einen Look habt und wollt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und nichts verpassen, denn wir haben noch einen Heckflügel für das Fahrzeug. Und ich glaube, ein Heckansatz, der kommt dann auch noch. Also Glocke an, abonnieren und dabei sein. In diesem Sinne, CSR.